Heilung, Heilung. Ach, Heilung, die haben ja ein neues Album rausgebracht, ne? Und da haben sie bestimmt auch wieder einen neuen Live-Auftritt, ne? Kann man sich ja mal reinpetzen. Aber ich wurde ja vom wurde ich schon dazu verdonnert, als ich bei ihm zu Besuch war, ne? Das anzugucken. So. Dann wollen wir mal mit der Wand ins Haus fallen. Ja, da kommt ja schon der Metall-Oger. Also, hau den Deppen weg, Belly, genau. Solche trifft auch wieder, auch wenn die Waffe vielleicht kaputt ist. Ne, die Waffe ist noch ganz so, wie es aussieht. Klingt ja fast wie ein Nebelhorn. Solche, Platin-Schild, Breitschwert, gut. Drachenodem, Säure, Säure, Säure. Ach komm, den hauen wir so weg, oder? Jetzt schießt er tatsächlich nochmal. Jetzt ja wissen müssen. Ein weiterer Kristall. Was erfahren wir jetzt? Jetzt erfahren wir den Geburtstag von Seuche. Noch eine Königskugel. Der macht es ja nicht so, als ob ich nicht gerade erst hier im Schloss der Neutralen gewesen wäre, ne? Die Losung für den Alpha-Antriebssektor ist Unterebene. Okay. Ihr hättet aber auch einfach Keller schreiben können. Unterebene. Also hab ich jetzt für das Gebiet Warp und Unterebene. Gut. Auch wieder was gerissen. Ha, toll. Mal schauen, was wir hier dann noch rausfinden. Bitte hier mal einen Sprungossel mit 624 Spruchpunkten. Das ist total krank, was wir da jetzt haben, wenn du mal vergleichst mit dem Anfang, ne? So, ja, jetzt ist der BMO auch leer. Aber eine Tür können wir vielleicht noch machen, ne? Kommt vielleicht auch nur noch eine? Ne, da kommen noch... Doch, da kommt nur noch eine. Okay. Und dann müssen wir noch eine Barriere und dann können wir gucken, wo der Teleporter hinführt, ne? Hallo, Duke Nukems blauer Cousin. Ja, die Wachen, die können ja nichts, das wissen wir. Kugel glüht, Dröhnperle, alles klar. Nein, das wollen wir nicht berühren. Bringt ja eh nichts, also warum sollte man es tun? Ja, und hier kann ich es ja nochmal erwähnen, da vergeht irgendwie die Zeit schneller bei diesen Kristallen. Das war ein Fail meinerseits. Ja, das wird ohne Schlafen nicht mehr gehen. Lass mal dadurch gehen und den Roboter verprügeln, ne? Na, dir drehen wir den Öldeckel ab. So, dafür kann Seuche jetzt auch wieder zaubern. Ja, mach mal den Mondstrahl. Wir sind ja alle verletzt worden, ne? Das heilt ja ein bisschen. So. Und natürlich hat er einen Backup-Partner. Und nochmal Säure. Gut. Und jetzt erfahren wir noch irgendwelche unglaublichen Wahrheiten. Wie zum Beispiel, ein alter Wasservogel heißt Rente. So. Ach, wo kommst du doch her? Hängt hinten in der Ecke vom Raum rum, oder was soll der Scheiß? Bist du das Auslaufmodell, das schon eingelagert wurde, hä? Was, der lebt noch? Wie denn das? Jena hat ihn ausgerechnet gekillt. Der Dieb killt die Maschine. Wetten, jetzt erfahren wir wieder unglaubliche Wahrheiten. Der Name von Kronk ist in Wirklichkeit Erik Rangen. Nein! Eine Stimme schwirrt durch euren Kopf. Diese Worte enthüllen mein Geheimnis. Eiszapfen und Geheimnis. Jetzt muss ich mir aufschreiben. Geheimnis, weil ich weiß nicht, wofür es ist, ne? Das klingt ja fast so, als wäre das direkt für hier, aber woher soll man es wissen, ne? Also, hier konnte man, glaube ich, noch nichts eingeben bisher. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, wofür es ist, aber boah, irgendwann sind wir da bestimmt auch schlauer, ne? So, spring mal über die Lichtschranke hinweg, als wären wir junge Rehe. Okay, Beta-Motorsektor ist durch. Wo führst du hin? Zum Hauptantriebssektor. Da haben wir tatsächlich noch kein Passwort. Oder zumindest keins, das ich aufgeschrieben habe. Gut, sollten wir uns merken. Und das war der normale Ausgang, ne? Ja. Okay. Gut, ja, ich glaube, dann teleportiere ich jetzt mal zurück in eine der Städte. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen in die Arena und dann lasse ich es für heute gut sein, ne? Da meldet sich auch der Nachbearbeiter Osselmatt zu Wort. Die Folge wird wirklich zum größten Teil aus Arena bestehen. Wenn ihr das nicht möchtet, spult ihr am besten bis zur Minute 23 etwa. Ja, wir landen da eh immer wieder in Fountainhead. Ist okay. Aber Belly braucht wieder ihre richtige Waffe. Die Portalkiste macht noch mit, also ist noch nicht aufgebraucht. Rüstung würde ich gern nochmal upgraden und so weiter, aber es ist halt dunkel. Also upgraden, ne? Ihr wisst ja, reparieren. Vor allem die teuren gehen ja immer kaputt. Jetzt ist alles verloren.
Das ganze Geld ist jetzt futsch. Gott, hat er noch viel normale Loot dabei. Okay. Gut, dann mache ich jetzt so als Rausschmeißer, mache ich noch ein bisschen Arena, ne? Da waren wir das letzte Mal auch nicht so weit gekommen. Ey, mir fällt gerade auf, da ist einer schon wieder tot. Komm, da gehen wir in den Tempel. Kostet mich keine Edelsteine, ne? 1800, ja. Heilen wir, damit er vielleicht von der Arena auch ein bisschen was mitnimmt, damit wir ihm die besseren Zauber noch beibringen können. War schon ein bisschen unverschämt, dass er jetzt pro Tag 4500 will, ne? Ich meine, wir haben immer noch über 3 Millionen dabei und auf der Bank, wie gesagt, nur über 14 Millionen. So, Arena. Arnea eigentlich nicht, ne? Ah, ja, wir wollen kämpfen. So, was kriegen wir diesmal? Immer noch so Low-Level-Gegner. Oh. Eisenmagier, ja, Entschuldigung, das ist ein Kampfroboter. Mit dem habe ich jetzt allerdings nicht gerechnet. Weil alles andere hier ist wieder noch so schwach, ne? Und dann kommt da einfach so ein Kampfbot. Ist einer so mit Miniguns oder was auch immer da dran hat. Auf jeden Fall irgendwelche Sturmgeschütze auf Chaos. Und dann aber nur so Low-Bobs sonst. Ach ja, und das war's. Ja, 31. Sieg. Dabei wird's nicht bleiben. Ob es das gibt, wenn man 250 mal gewonnen hat. So, es wäre mal cool, wenn wir wirklich mal vor einem Feind stehen, den wir noch nie gesehen hätten, ne? Ach, die Oger, wie gesagt, die sehen da halt immer noch komisch aus, ne? Die sehen eher aus wie Riesen oder wütende Zwerge, die halt ein bisschen groß gewachsen sind. So, ja, guck mal, das bleibt doch keine Sekunde mehr stehen. Auch wenn die Magier im Nahkampf angreifen, ne? Ich habe das jetzt alles wirklich nur mit Nahkampf gemacht. Da musst du wirklich nicht mehr überlegen hier. Sieg Nummer 32. Wunderbar. So, bitte nochmal. Und ja, ich heile halt mal kurz den Druiden. So. Nummer 8 heilen, bitte. So. Und gut. Achso, hier kann man ja nicht speichern. Dann nach dem nächsten Kampf speichern, ja. So. Ach, so eine Eisblume, ne? Ein Schütze. Zombie, Eisblume. Ja. Na, komm. Irgendwas hängt doch hier bestimmt noch rum. Irgend so was Kleines, mit dem man sich normalerweise nicht mal die Füße abtreten würde, ja? Scheiß Zombie, weg mit dir. Ja, dann muss der Kleriker noch nicht mal mehr seine Untoten-Vertreibungszauber sprechen, ne? Weil es einfach sich nicht lohnt, ne? Ich glaube, die kriegen es auch nicht mehr hin, uns zu vergiften oder uns eine Krankheit auszusetzen, ne? Im Grunde genommen müssten die uns ja eh erst mal treffen dafür. Ich meine, gut ist es ja, ne? Wir sind zu schnell und zu gut gerüstet. Hm, Ninja. Und dann wieder so ein komischer Schwabbelpilz. Ich nenne es mal Schwabbelpilz. Ist oben, wenn der sich bewegt, das wabbelt bestimmt ganz lustig rum. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Pilz schnell ist, ne? Eigentlich müssten wir denen im Kampfhaus auch überlegen sein. Ich meine, sind wir ja jetzt eh, aber auch am Anfang, ne? Ist Riesenpilz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pilz schnell ist. Oh, guck mal. Wir haben eine Murmel. Ein Mondgesicht. Stimmt. Ach, warum muss ich jetzt an Marbles und Stream denken, ne? Das macht ja im Moment jeder zweite von den Streamern, die ich kenne, so spätestens als Rausschmeißer dann irgendwann mal, ne? Einfach eine Runde murmeln, obwohl das ja alles Glück ist und so weiter. Ich glaube, das Rübchen, die verschenkt da, also die macht da irgendwie ab und zu mal so ein Grand Prix sozusagen. Und wer dann wirklich am Ende die meisten Punkte hat, der kriegt sogar ein Spiel von ihr geschenkt, ne? Ich meine, das finde ich cool von ihr. Es ist halt wirklich nur reines Glück, aber es ist ja toll, weil jeder hat ja quasi die gleiche Chance zu gewinnen, ne? Und da trifft es halt mal zufällig einen, der dann wirklich ein Spiel geschenkt kriegt, ne? Und so wie ich das gesehen habe, lässt sich da auch finanziell nicht groß lumpen. Also finde ich gut, ne? Mehr Spiele für den Pile of Shame. Einmal im Monat, sagt der Smook gerade. Gut, Smook kennt sich da schon besser aus wie ich. Ich war da nur ein, zweimal dabei, aber so beim richtigen Grand Prix nie von Anfang an. Nur zum Spaß mal zwischendurch mache ich da alles mit. Weil ehrlich gesagt, ich habe auch schon genug Spiele und krieg ständig noch durch Bundles neue dazu, ne? Also, Ach, guck mal, der Ork und der Plasmoid. Eine sehr kurze Liebesgeschichte. Nummer 35. Bei den Orks finde ich immer noch seltsam, wie sehr der Bauch da wabbelt, ne? Vielleicht sehen wir gleich nochmal einen. Dann könnt ihr ja auch nochmal gucken, wie der Bauch wabbelt, ob ihr das cool findet. Ich finde es befremdlich, wirklich sehr befremdlich. Vielleicht hat er sich rektal wieder zu viele Ratten reingeschoben, die machen jetzt im Bauch dann hier einen Aufstand, ne? Oh, wir landen direkt auf einem Feind, das ist auch selten. Ach, guck mal, ein Moorkleriker. Die habe ich schon gar nicht mehr gedacht, aber die können uns sogar noch Schaden machen, weil die zaubern, ne? Auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr Magieresistenz haben, es wird nicht alles zurückhalten. Also nicht bei so einem Funken- und Blitzzauber. Also da helfen uns auch die tollen Rüstungen nix. So,
Zombie! Zombie! Fertig? Jo. Sieg Nummer 36. Und ich glaube, bisher ist unserer Siegessträhne kein Ende gesetzt. Also irgendwann wird natürlich ein starker Gegner kommen, der vielleicht Probleme macht, aber bisher noch nicht. Ach, Cobra-Teufel und Skorpias. Ja, die sehen beide ungefähr gleich hübsch aus, ne? Also, die rangieren auf dem gleichen Charisma-Level. Und wenn ich rangieren sage, meine ich, die stehen auf dem Abstellgleis, ne? Und sind da schon ein bisschen verlottert. War es das schon? Okay, warum nicht? Aber gleich weiter hier. Okay, Smu hat beim Grand Prix 5 Runden mitgemacht, aber hast leider nicht gewonnen, ne? Weil ich, wenn jetzt einer viele Punkte holt, aber dann viel Pech hat, ne? Kann ja ein anderer, der vielleicht nicht jede Runde mitgemacht hat, aber trotzdem gute Punkte hat, kann ja dann vielleicht trotzdem noch gewinnen, ne? Ach, oh Gott, müssen da wirklich diese Feuerläufer kommen? Ich meine, okay, wir haben genug Edelsteine für die Zauber, ne? Aber, oh, zu wenig Spruchpunkte. Oh, wir sind leer. Wir sind leer, oh, scheiße. Mit was soll man den am Blatt, wenn wir keinen Kältezauber haben? Doch solche, du hast doch bestimmt noch... Solche hat noch Energie und der hat doch den, dieses Kältespray, genau. Jawohl, solche hat uns gerettet, er hat die Gruppe gerettet. Ja, aber rechnen auch damit, dass die Viecher kommen, ne? Weil für die brauchst du halt unbedingt so einen Zauber. Und ohne Mana-Punkte kloppen die dich halt dann doch kaputt. Warum kommt hier so ein Flammenläufer? Das ist doch voll scheiße. Ja, das ist die Herausforderung, ne? Ich hätte eigentlich mit rechnen müssen. Da muss man sich halt auch mal stellen. Sieg Nummer 38. Und Nummer 39 folgt sogleich. 5 von 16 oder 18 Bahnen, okay. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen, auch wenn du da jedes Mal als erst ins Ziel gekommen wärst. Ja, wir wollen kämpfen, wie immer. Jetzt kommen wieder Phantome und Skelette. Es ist manchmal sehr zufällig, glaube ich, was da jetzt für eine Herausforderung auf einen wartet. Doch, also wirklich, diese... Oh, Wasserspeier? Ja, die waren ja schon ein bisschen gefährlicher, weil die konnten ja paralysieren, ne? Aber zum Glück hatten wir ja den ersten Angriff, da konnte es gar nicht erst so weit kommen. Ja, aber da ist so viel, ja, wie nennt man es eigentlich, Bodensatz an Monstern dabei, ne? So, und ich werde auch gleich jemanden raiden gehen. Um die Uhrzeit ist ja meist dann bei anderen viel los, ne? Da steppt dann der Bär so ein bisschen. Da fängt ja meistens dann auch Hattie an oder so, ne? Dann kann man ja mal gucken, was da ist, ne? Wenn ich dann spontan sehe, dass jemand ein Spiel spielt, das ich saugeil finde, ne? Dann wird dann natürlich auch gleich wieder geraidet. Ich versuche ja nicht immer die gleichen zu raiden, aber ja. Schreier? Oh, wir kriegen so einen Geist. Für die Geister haben wir, glaube ich, zwar nicht einen starken Zauber gebraucht, aber wir haben einen Zauber gebraucht, ne? Yolum ist leer, Behemoth. Nimm dein Feuerprügel, das müsste für den Geist reichen, ne? Einen Staubsauger haben wir halt leider nicht dabei. Was ist denn jetzt los? Da wird auf der Straße so laut geschrien, dass ich das hier oben durch die abgedämpften Kopfhörer mitkrieg. Alter. Ich mein, passiert, ne? Wir waren auch mal Kinder und laut, ne? Aber das habe ich wirklich durch den gedämpften Kopfhörer durch recht laut gehört, ne? Da habe ich gleich mal geguckt, was ist denn hier los? Nicht, dass irgendwas passiert ist. Da muss ja gleich die Nachbarschaftswache ausrücken. Ach Quatsch, sowas haben wir nicht. Was haben wir hier? Irre Zwerge. Oh, die Bäume mal wieder. Auch kein Feind mehr, ne? Der Husqvarna-Zauber haut ganz schön rein. Ich weiß nicht, bis zu welchem Sieg mache ich noch? Sieg 50 oder so? Schauen wir mal. Was ist denn das? Ach so, so ein Dragoner. Drakoner, wie sie es genannt haben. Die waren ja auch keine große Herausforderung mehr, bis wir die zum ersten Mal getroffen haben. Aber die richtigen Drachen, ne, das ist das Problem. Der richtige, dicke, grüne Drache. Der, glaube ich, in der Eiswelt hockt, in der Eishöhle. Das, na, vielleicht, wenn wir das nächste Mal dann nochmal gelevelt haben, ne? Vielleicht bringt's was. Vielleicht können wir den dann killen, weil da war einfach zu arg so. Wir hatten Sieg 41. Also ich glaube, wir zählen jetzt in der Arena auf jeden Fall nicht mehr als Neulinge. Aber Veteranen sind wir halt auch noch nicht. Sobald die in der Arena kämpfen, ja, zu Bellums Ehren speiern wir die Wasser weg. Oh. Die hat man schon lange nicht mehr, die Lärm-Ninjas. Ja, Gottesanbeterin. Oh, da habe ich letztens einen tollen Comic gesehen. Da hat die Gottesanbeterin quasi so ihren One-Night-Stand mit reingeschleppt, ne? Und achte nicht auf die Unordnung. Und überall liegen schon abgebissene Gottesanbeterköpfe, ne? Weil die killen ja meistens bei der Paarung dann das Männchen, ne? Beziehungsweise danach, ne?
Weißt du, acht nicht auf die Unordnung. Oder am nächsten Tag die männliche Gottesanbeterin, guess who got late last night, hat keinen Kopf mehr. Immer mal wieder speichern, falls so ein Feuerläufer kommt oder sowas, ne? Arena. Die B-Rena ist noch besetzt. So, willkommen in der Arena, wie immer. Eisblume und ein Zwerg. Zwerg. Ogre, jetzt habe ich voll gesagt, das sieht aus wie so ein dicker, böser Zwerg, ne? Jetzt erzähle ich schon, dass Ogre Zwerge wären. Ich meine, die sind wahrscheinlich ähnlich gut gelaunt. Das hören bestimmt weder Zwerge noch Ogre. Oh, ein Betrachter? Das war eben ein Betrachter, ne? Die hatten wir im ganzen Spiel noch gar nicht. Cool, die machen irre. Irre können wir nicht selbst heilen, aber dafür gibt's ja den Tempel, ne? Einmal den Kopf ins Nudelwasser tauchen, schon ist wieder gut. Schauen wir mal, wie viel der Tempel dafür will, aber es dürfte nicht zu viel sein. Ich meine, das halt dann noch die Gesundheit mit Jakob 620. Kann man machen. Die Erfahrung ist es wert, ne? Nein, ich wollte vorher nochmal speichern. Langsam werde ich vorsichtig. So, mal gucken, ob wir zu Anti teleportieren können. Nee, kennt er nicht. Okay. Zu Behemoth? Bei denen habe ich heute noch nicht gesehen, glaube ich. So. Okay. Nächster Kampf. Na, guck mal, was für eine bunt gemischte Horde, ne? Erwachen ihre Zwerge und die Spinnen auch mal wieder. I think I spider. Die Spinnen. Oh, so viele davon. Die sind auch nicht besonders stark. Vergiften konnten sie, aber kommen ja nicht mehr richtig an uns ran. Und selbst wenn, kloppen wir sie wahrscheinlich schneller, als die uns angreifen können. So wie hier eben demonstriert. Wunderbar. Nummer 44. Kriegen wir da eigentlich eine Stempelkarte, wenn wir da gewinnen? So. Ja. Und darauf hatte ich jetzt nicht gehofft, ne? Gut, aber der Seuche kann noch. Feuerprügel bringt halt nichts. Was hast du noch als Alternative? Vielleicht geht ja auch Blitz oder sowas. Ach so, Behemoth hat auch Kältespray. Gut. Oh, fuck. Das sind so viele von der Sorte. Okay, Behemoth, du nochmal. Wenn jetzt noch ein paar von denen kommen, dann könnte es knapp werden. Aber wenn es jetzt dabei bleibt, ist gut. Ja, euch zerquetscht mal einfach. Was ist denn das? Ein Paladin. Der ist aber auch... Der ist da gestanden, als hätte er in die Hose gekackt. Eine gute Verteidigungshaltung ist das auch nicht, glaube ich, ne? Solche bitte. Der Feuerläufer bleibt natürlich stehen, ne? Behemoth. Ja, leck mich doch am Popöchen. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt wirklich schlecht. Solche hat bestimmt noch irgendwas Kleines. Ein Kältespray. Schmerzfunken. Scheiße, das zieht alles nicht. Es zieht keine Wurst vom Weg. Na komm, versuch Säurespray. Geht auch. Okay, bitte jetzt keiner mehr davon, sonst sind wir am Arsch. Okay, 45. Sieg. Ich gehe jetzt einfach mal ohne zu schlafen wieder rein. Ich hoffe mal, dass keine roten Männchen mehr kommen. B ist doch auf Montage. Ach, stimmt. Stimmt, der ist ja schon wieder unterwegs. Ninja? Der Urban Ninja. Da muss ich gerade wieder dran denken, weil dein Leid. Ach, das war doch so schön. Urban Ninja. Klatsch gegen die Wand. Oh, ein Pegasus. Da eine Weile her. Hätte ich gern welche zum draufreiten. Könnte man uns den Schwebenzauber sparen. So, von wegen Ninjas sind schnell, ne? Wir haben den mit den Pfeilen getroffen. Sieg Nummer 46. 46.000 Erfahrung. Ja. Und weiter. Gleich sind wir bei 50, ne? Und dann gucken wir, wen wir reden. Da werde ich 100% auch problemlos jemand finden können. Ah, Käfer. Oh, sowas hatten wir doch gar nicht. Der Tod selbst. Letztlich einfach nur der Tod. Verflucht er oder macht er sonst was? Nee, sieht nicht so aus, oder? Wir hatten Glück, ne? Wir haben den Tod getötet. Geht denn das? Dann können wir jetzt nicht mehr durch natürliches Alter sterben, ne? Hab ich jetzt beschlossen. Unsere Zeit wird niemals kommen. Wirklich kommt da der Tod, ne? Hat er auch noch so ein pochendes Herz in der Robe. Es war doch wieder schöne Pixelart, oder meint ihr nicht? Ich bin ja immer noch so ein Sacker für, wenn Pixel schön aussehen, ne? So, also Behemoth, wir haben an dich gedacht, auch wenn du nicht da warst. Ei. Oh. Die haben uns in Ruinen gekillt. Ich bin empört. Wow. Warum haut ihr denn so viel raus?
Aber guck mal, die können auch nichts einstecken und so, ne? Und unser restliches Team bleibt stehen wie eine Eins. Aber Phineus ist hinüber. Na, gehen wir wieder in den Tempel. Kostet auch nicht viel, ne? Haben wir es schon? Nein, ihr habt doch nicht alle Monster besiegt. Ja, wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest, bitteschön? Ach. Schade, hier verliert er natürlich keine Edelsteine und so, ne? Das wäre nämlich toll gewesen. Bitte halt mal den... Ach, 1700, das ist ja nix. Ist ja wirklich nix. Da haben wir heute schon wieder viel mehr in Loot gefunden, ne? Also quasi, der Druide wird durch unsere Portokasse wiederbelebt. So. Ach, guck mal, wieder diese Fische, die hatten wir noch gar nicht, ne? Die Piranhas. An die Schädel kann ich mich allerdings erinnern. Oh, shit, so einer, der da so einen Leichnam der Tod macht. Ja, das ist scheiße. Ich hoffe, so einer kommt nicht nochmal, weil einmal belebe ich die gern wieder. Nein, nein, Biomod kann ich wiederbeleben. Komm, den ganzen Kampf machen wir nochmal. Und dann schauen wir. Vielleicht kriegen wir diesmal einen günstigeren Spawn oder er trifft nicht alle, also so drei von uns auf einmal. Na, zumindest mal die Griffel, die sind okay. Die spicken wir mit unseren Pfeilen, bevor sie uns begrapschen können. Ja. Ist jetzt schon so ruhig hier. Aber das waren sie doch noch nicht alle, oder? Ah, da ist noch eine. Die sind auch okay. Ah, könnt ihr ganz viele von kommen lassen. Kein Problem. Ja, das war jetzt einfach, ne? Aber so ein Leichnam, boah. Oh, scheiße, da ist noch einer. Und ich wähnte mich schon in Sicherheit. Tja. Okay, er ist tot. Gut, solche ist auch leer. Nee, komm, dann müssen wir da jetzt mal heilen gehen, ne? Einmal kannst du sowas ja mitnehmen. So, wie viel kosten die? Ach, das kostet ja wirklich alles nicht so viel. Das Wiederbeleben. Ich hätte gedacht, bei unserer Stufe käme uns das wesentlich teurer zu stehen. So. Und wieder in die Kaffeemühle. Gute Nacht, Seuche, aber ich bin auch gleich fertig, wenn du so weit noch warten willst. Ich wollte nur bis 50 machen, ne? Guck mal, ein Koboldschild. Ninja? 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 Gab's ein Dutzend, war wieder billiger. Ninja, Skelette? Hm, da mesch ich mal. Und die sind sogar bis hierher gekommen. Wuhu. Ein Hoch auf euch. Ihr seid gut, ihr habt's gepackt. Ihr seid über die Fallen durchgekommen in die Basis, habt das erste Monster getroffen, ne? Okay, Sieg Nummer 50. Gut, liebe Leute, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall heute mal wieder fürs Dabeisein. Wie so oft hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, ne? Und ich schau denn mal, wer jetzt hier zurzeit noch online ist, wen ich denn raiden kann. Aber wir machen gleich weiter mit der nächsten Folge. So, meine Aussteuerung sieht gut aus, die Aufnahme läuft, Bitrate und so weiter ist alles in Ordnung. Sehr schön. Okay. Aber beim letzten Mal, wir hatten uns noch in der Arena gekeilt und jetzt, keine Ahnung, was machen wir? Mir war es so, als hätte ich ein Geräusch gehört, aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Gehen wir davon aus, dass ich mich getäuscht habe, ne? So, okay, ja, wir waren in Fountainhead, weil ich da ein bisschen in der Arena war, ne? Und ja, die Feinde waren nicht so heftig. Wir haben auch wieder eine Königsbums der Macht dabei. Bellys Waffe ist kaputt. Ah, ja, da hat jemand beim letzten Mal nicht aufgepasst, ne? Dieser Idiot, ne, da müssen wir jetzt gleich mal reparieren. Ja, bis es Nacht kommt, dann pennen wir halt mal. So, und ich glaube hier den Phineus, ne, den habe ich ja wiederbelebt, weil, ich glaube, mit dem wollte ich ja den Wasserwandeln-Spruch lernen. Und das ist halt so ein Ding, weil das kann sonst von uns keiner und deswegen haben wir halt den Idioten, der kostet er halt mehr, ne. Das ist halt nicht so toll, aber da müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Oder wie viel mehr er überhaupt kostet, wenn wir ihn angelevelt haben, ne? So, 10.000 die Obsidian-Bart-Axt, okay. Die Polsterrüstung, das wird nicht so viel sein. 500 Gold, ja. Das Breitschwert, ich merk's schon, der Hals... Jetzt kratzt der Hals schon. Ich hab gesagt, ich will so ein, zwei Stunden machen, ne? Und jetzt kratzt er schon. Das können wir gar nicht gebrauchen. Okay, ja gut, aber wir haben noch Inventarplatz frei, ne? Weil die Leute von der eigentlichen Gruppe, ne? Sind ziemlich voll wegen diesen ganzen Anhängern, diesen ganzen Ringen und so. Ach, Königskugeln der Macht. Wir wollten ja die neutralen Heinis unterstützen, ne? Deswegen könnten wir eigentlich auch mal zu dem Schloss runtergehen, das da abliefern. Der eigentliche Plan ist, dass ich in die Feuerlande gehe und da mich ein bisschen weiter umgucke. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar ein Signal oder sowas gesetzt habe, ne?
Weiß ich auch nicht, ob ich das über Jollum oder mich gemacht hab, ne? Weil ich ja mega toll bin. D3. Ja, ich weiß leider nicht, was D3 ist, ne? Aber. Den Phineus könnte man. Mach 2! Wie kriegt man so einen beschissen kleinen Wert? Das. Ah. Hey, solcher. Hallo, herzlich willkommen. Ossel sollte schreiben, dass er live ist. Das hat er geschrieben in seinen Kanal auf deinem Discord. So, Phineus hat alles gelernt, was wir kennen. Sprich, bei dem konnte ich noch gar nicht viel machen. Ja, dann muss ich jetzt mit dem dann noch in eine Magiergilde gehen, wo er was lernen kann, ne? Sonst wird das mit dem Wasserwandeln wird auch nichts, ne? Ach, guck mal, neue Orks. Ja gut, die nehme ich mit, weil die geben Gold. 60 Gold, naja, bei der Menge, die wir mit uns rumschleppen, ne? Ist das jetzt nicht wirklich das Zünglein an der Waagschale, ne? So, wenn ich dann hier nach Westen gehe, dann kommt doch irgendwo die neutrale Burg. Die war doch... Ah ja, da unten. Ich sehe sie schon. Okay. Solche auch an dich die Info. Ich habe den neuen Mikrofonvorverstärker hier dranhängen. Es sollte jetzt also keine Abbrüche mehr im Mikrofonsound geben. Aber falls doch was ist, einfach Bescheid sagen. Oder falls überhaupt der Klang nicht passt. Ich habe das eigentlich so eingestellt wie das andere Gerät vorher. Aber vielleicht ist ja doch was anders und dann muss ich ja drauf reagieren, ne? Hardware-Ossel schlägt wieder zu. Chancen mit Prozent ist keine Ansage, dass man live ist. Das ist eine Chance. Klang ist gut, okay, danke. So, gut, dann geben wir jetzt nämlich hier die Königskugeln ab. Dann haben wir wieder mehr Platz, ne? Ja, bla bla bla. Anarchie soll regieren, der rote Karl soll ihre Standarte sein, ja. Jeder 1 Million Erfahrungspunkte und wir haben eine blaue Passkarte gekriegt. Wofür war die gut? Und gab's hier nicht vielleicht auch noch Kisten, die man ausräumen konnte? Nee, die haben wir schon alle geplündert, okay. Die blaue Passkarte. Ich habe mir jetzt eigentlich auch aufgeschrieben, in welchen Dungeons wir so gut wie fertig waren, beziehungsweise alles erledigt haben. Jetzt weiß ich gar nicht, waren wir hier im Schloss fertig, ne? Ja, Ossel, das wird wieder eine Folge, die du länger machen musst, weil du dich erstmal orientieren musst. Die sind da noch nicht rausgekommen. Also gibt's doch bestimmt irgendwo noch eine Kiste oder so. Oder kann ich doch noch irgendwo eindringen? Oder nicht? Ich meine, wenn da Typen stehen, das muss doch irgendeinen Grund haben, ne? Oder ist das einfach das Gefängnis? Dann gucken wir mal, ob Belly und solche hier das aufgetreten kriegen. Ja, das sind Trolle. Und die halten nicht viel aus. Guck mal, Geheimgänge. hi Fluffy Bunny, herzlich willkommen. Guten Abend. Oh, und der Smoo-Rate. Hallo Smoo, hallo Behemoth, vielen, vielen Dank. Ich habe vorhin noch erzählt in der Vorschau, ne, die beiden, die machen WoW Classic, ne? Ach ja, eine blaue Passkarte, fragt den Duke. Ja, oder den Commander Keen oder überhaupt alle, ne? Ihr braucht ein Seil für die Grube, jetzt weiß ich nicht, was das für eine Grube ist. Aber ich schick mal einfach Maschina runter, ne, der wird schon... Der süße Geruch vom Blut steigt aus der Grube, ja, schick mal die Schäder runter. Böses Artefakt. Ach, das haben die einfach mal versenkt. Behemoth, walte deines Amtes und hol uns gerade mal den Tiger wieder. Nicht, dass ihr euch wundert, ne? Also meine Stimme ist noch ein klein bisschen im Arsch, aber ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, ne? So. Also eventuelles Husten und so weiter könnte auftreten, wisst ihr Bescheid? Ach, Behemoth hat auch gleich noch Remnant, okay? Remnant from the Arches, ne? Weiß ich, kann ich da den Cheddar wieder runterschicken oder stirbt er dann gleich, ne? Das ist die Frage. So. Ah, ne, das hat er überlebt. Und auch wieder ein böses Artefakt. Also, bei den Guten sind die Sachen für die Bösen, ne? Okay, warum nicht? Ihr braucht ein Seil für die Grube. Na, Shena lebt noch, komm, aber wir heilen mal vorbeugend gleich wieder ein bisschen was. So, damit das zumindest überlebt, damit wir nicht irgendwie resurrecten müssen oder so. Das wäre nervig. Gutes Artefakt. Die haben auch ein gutes Artefakt hier versenkt. Sind die denn deppert? Ja, sind deppert, ne? Ach ja. Diese Musik, ne? Das ist willenlos, wie das früher war, ne? Aber für früher war das richtig angemessen. Das hat sich so gehört, ne? So. Oh, jetzt habe ich den Jollum runtergeschickt, aber der hat's überlebt. Okay. Die guten Artefakte, die können wir ja dann gleich hier wieder abgeben. Der hat doch hier neben dem Eingang gesessen, oder nicht?
Ja, da ging es ins Dungeon. Hier, so, da hat er sich jetzt nicht darüber gefreut, über die guten Artefakte. Ich meine, wir hatten nur eins. Nee, das nimmt er nicht. Ja, und da bemerkt man, wie verpeilt der Vergangenheitsossel war, ne? Du bist im Schloss der Neutralen, nicht im Schloss der Guten oder Bösen. Ja, so kam's. Gut, und damit sind wir schon auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn natürlich viel Arena-Kampf drin war. Und das nächste Mal geht's dann wohl weiter mit der Story. Ja, keine Ahnung, wo uns die Wege hinführen. Ich hoffe, ihr möchtet auch wieder mit dabei sein bei Might and Magic. Bis dann, macht's gut.